Das folgende Video wird präsentiert von Jo liest, dem niedersächsischen Mythenkanal auf YouTube. Alter Stahl, raues Gummi und jede Menge Schlamm. Die Oldtimer-Freunde Südkreis Nienburg veranstalteten rund um den historischen Gehrenforshof im niedersächsischen Warmsen ihr 16. Oldtimer-Trecker-Treffen. Zahlreiche Oldtimer-Fans von nah und fern präsentierten auf den umliegenden Ackerflächen ihre historischen Nutzfahrzeuge und besuchten den Museumshof, wo freiwillige Helfer die Besucher mit Essen und Getränken versorgten. Reporter von Niedersachsen TV waren vor Ort und haben die Veranstaltung für unsere Zuschauer dokumentiert. Ja, hallo, Max Feldmann hier von Oldtimer-Freunde Südkreis Nienburg, Weser. Wir haben dieses Wochenende unser Oldtimer-Treffen in Warmsen. Alle 2 Jahre findet das statt. Wir sind jetzt, glaube ich, das 16. Mal, dass wir das Treffen machen. Wir haben 1993 angefangen, wurde der Verein gegründet. Ja, es wird jedes Mal immer größer, das Treffen. Also diesmal haben wir auch wieder eine gewaltige Steigerung. Ich schätze mal ein Drittel mehr wie letztes Mal. Es sind hier ungefähr 500 Trecker und 200 Bauwagen, die wir alle unter Strom gesetzt haben, die wir komplett versorgen. Also wir sind hier gut aufgestellt, das klappt woanders nicht mehr so bei der Größenordnung. Ist natürlich ein Riesenaufwand, aber wir kriegen das gut hin. Hat bis jetzt alles geklappt, einmal hatten wir Stromausfall, aber das lief nach 5 Minuten wieder. Ja, wir sind hier bei Gahrenforshof in Warmsen. Das ist ein Museumshof von Luise Kruse damals an die Gemeinde verschenkt worden, vererbt worden, weil die keinen Nachfolger hatte. Der wurde dann aufwendig restauriert, der Hof, richtig schön fertig gemacht. Ist ein super Ensemble, eine Scheune, ein Riesenhaus, Feuerlingshaus, Backhaus. Sehr sehenswert, kann man ruhig mal hinfahren zu besichtigen. Hier sind auch mehrere Veranstaltungen wie Backtage. Wir haben jetzt den Acker soweit vorbereitet. Die Teilnehmer können sich hier austoben, wie sie lustig sind, mit Flüge, Grubber, Eggen etc. Und ich schätze mal, der Acker wird wahrscheinlich 5-6 Mal mindestens von links auf rechts gedreht. Aber die können sich richtig austoben, Jungs, und Spaß haben, ne? Was sie woanders nicht können. Ne? Moin, mein Name ist Lars Kleffmann. Ich komme vom Verein der Veteranenfreunde Oberbauerschaft. Moin, ich bin Philipp Schulde, ich komme aus Neunkirchen-Förden. Mein Trecker hier vorne in der ersten Reihe ist ein Pumper. Ich bin auch schon ein paar Mal hier gewesen. Ja, ist ein Nachbau vom Lanz Bulldog. Mein Trecker ist der hintere, ist ein Ursus C45, 45 PS, Baujahr 1950 und kommt aus Polen. Ich bin jetzt das dritte Mal hier, ist sehr gut hier. Die Bierbude läuft immer gut. Also der Verein macht das hier sehr gut. Die Veranstaltung ist immer wieder ein Treffen wert. Man kann immer wieder gerne hinkommen. Ich freue mich jedes Mal, wenn das wieder ist. Ja, ich bin tatsächlich auch das dritte Mal hier und im Warmsen ist immer klasse. Auf jeden Fall immer ein Besuch wert. Ein
Ein Mitglied der Veteranenfreunde Oberbauerschaft hatte eine über 70 Jahre alte Schälmaschine mitgebracht, die von den Besuchern neugierig bestaunt wurde. Hier ist Werner Kleffmann, ich komme aus Oberbauerschaft, vom Veteranenfreunde Oberbauerschaft und habe eine Schälmaschine mitgebracht. Die Schälmaschine entrindet und spitzt an und ja, so mache ich Tomatenstöcke und Pfähle für den Garten und könnte auch größeres Holz schälen, aber das kann man ja schlecht transportieren. Früher hat man das in der Zimmerei gebraucht und hat damit gearbeitet. Hier gefällt es mir gut. Ich bin aber bestimmt schon 15 Mal hier gewesen. Der Oldtimer Verein wurde 1993 gegründet mit, meine ich, 16 Mitgliedern. Mittlerweile sind wir bei über 150 Mitgliedern. Also das ist auch stark entwickelt, der Verein. Wir haben sehr viele Jugendliche im Verein. Das zieht wie verrückt. Die sind alle heiß auf Trecker fahren hier, die Jungs und Mädels. Und ist ja auch wichtig für die Zukunft des Vereins, dass der Nachwuchs hinterherkommt. Ne? Und wir machen alle zwei Jahre das Oldtimer-Treffen hier auf dem Gelände. Weil jedes Jahr, das geht nicht. Der Terminkalender ist so voll mit den anderen Treffen auch alle. Ne? Dann, das hat sich gut eingebürgert, alle zwei Jahre das Treffen zu veranstalten. Ich bin Denise, ich komme aus Warmsen. Mein Verein sind die Zweitagsritter in Radesdorf, das Gründungsmitglied ist Steffen. Wir kommen eigentlich alle zwei Jahre hierher, wenn die Veranstaltung stattfindet und wir haben jedes Mal eine Menge Spaß. Das ist super organisiert und wir treffen eine Menge Freunde hier. Jedes Mal Trecker-Pulling, geile Sache anzusehen, macht Spaß, manche fahren sich fest, manche nicht. Manche Trecker sind stark genug, andere sind zu schwach und denken, die schaffen es, aber schaffen es trotzdem nicht, keine Ahnung. Hier wird gepresst und geackert, macht Laune. Macht Laune, überall gibt es gute Laune, überall kann man mitfahren, man kann Spaß haben, hier gibt es Hüpfburgen und Animationen für die Kinder. Dieses Jahr wurde ein kleiner Anhänger gebaut, wo die Kinder mitfahren können, wie eine Eisenbahn. Ja, alles super. Ich komme in zwei Jahren auf jeden Fall wieder. Moin, Oldtimer-Freunde. Ich bin Jens Döpke, zweiter Vorsitzender von den Oldtimer-Freunden Südkreis Nienburg. Man sieht es gerade im Hintergrund. Der Abend neigt sich zum Ende. Die Party fängt jetzt an. Aber ich schätze, da gehen noch ein paar Stunden. Wir haben heute einen langen Tag hinter uns und hatten viel Spaß. Von klein auf groß war alles dabei. Wir hatten eine Menge Spaß und wir hoffen, dass es beim nächsten Mal beim Treffen auch wieder so geil wird. Und wir hoffen auch jedes Mal wieder, dass viel Besucher kommen. Hallo, ich bin Lennart May. Wir sind hier auf dem Gartenbauhof in Warmsen. Wir sind super Trecker, die Stimmung ist ultra geil. Und ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr hier wiedersehen. Dankeschön. Ja, wir sind froh, wenn wir morgen Abend wieder alles abgebaut haben. Die Leute waren alle super zufrieden. Wir hoffen, in zwei Jahren haben wir besseres Wetter, dass wir nicht ganz so eine Modder haben hier. Das ist ein bisschen heftig gewesen, aber das kriegen wir alles wieder hin. Ich schätze mal, in 14 Tagen sieht das hier wieder besser aus. Nächstes Jahr, das dritte Novemberwochenende, machen wir unser nächstes Oldtimer-Maisdreschen. Und in zwei Jahren, am dritten Augustwochenende, 26, da machen wir dann das nächste Oldtimer-Treffen. Ne? Dann geht es, glaube ich, in die 17. Runde. Und dann hoffen wir mal, dass das noch ein gutes Gelingen gibt hier.
Das war unsere Reportage vom 16. Oldtimer-Trecker-Treffen der Oldtimer-Freunde Südkreis Nienburg. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann unterstützen Sie unsere überwiegend gemeinnützige Berichterstattung unter der eingeblendeten Adresse. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.